Willkommen zu Deutschland akut, der Welttalk. Was glauben Sie, wie viel Geld geben die Deutschen pro Jahr für Gesundheit aus? Sind es 100 Millionen Euro, 1 Milliarde, 10 Milliarden vielleicht? Alles falsch. Es ist die unfassbare Summe von 293 Milliarden Euro. Ein Riesenmarkt also mit Riesenpotenzial, aber auch mit Riesenproblemen. Ärztemangel, Pflegenotstand, Kostenexplosion. Das ist unser Thema heute. Die Gesundheit der Deutschen, sie ist der Jobmotor der Nation. In keiner anderen Branche arbeiten so viele Menschen wie im Gesundheitssystem. Fast 5 Millionen kümmern sich um unser medizinisches Wohl. Vom Chefarzt und Pfleger bis zum Angestellten der Pharmaindustrie. Die Jobs sind krisensicher, nur der Nachwuchs fehlt. Massive Versorgungsengpässe drohen. Schon jetzt gibt es chronisch überlastete Arztpraxen in strukturschwachen Gegenden. Wenn sich nichts ändert, stehen wir bald alle Schlange, wenn es um unsere Gesundheit geht. Und darüber diskutiere ich jetzt mit Dr. Dirk Heinrich vom Verband der niedergelassenen Ärzte. Er befürchtet, dass viele Deutsche bald keinen Hausarzt mehr haben. Mehr Geld für die Gesundheit und Helfer aus dem Ausland. Das fordert Bernd Meurer vom Bundesverband der privaten sozialen Dienste. Und alles nicht so schlimm, kontert hingegen Max Straubinger, CSU-Abgeordneter im Gesundheitsausschuss. Er findet, dass manche Mediziner einfach länger arbeiten sollten. Na, da ist viel Stoff drin. Herr Straubinger, Sie sagen ja, es gibt sowas wie einen Engpass, also zu wenig Ärzte gar nicht. Jetzt haben wir da Fotos gesehen und Bilder auch schon in unserem Einspielfilm. Da sieht es so aus, also 400 Meter lange Schlangen vor einer Arztpraxis in Gera. Dort muss man 8 Monate auf einen Augenarzttermin warten. Ist das die Versorgung, wie Sie sie sich vorstellen? Nein, in keinster Weise. Und die Versorgungslandschaft ist auch völlig unterschiedlich insgesamt in den Bundesländern. Ich kann aktuell nur die bayerischen Zahlen nennen. Das wundert mich jetzt, ne? Die sind klasse. Lassen Sie mich raten, sagen Sie es gar nicht, aber die sind sicher spitze. Die bayerischen Zahlen haben wieder verdeutlicht, dass die Ärzteanzahl sogar zugenommen hat um 2,4% zwischen September vergangenen Jahres und zum September heute. Aber die Leute in Gera stehen Schlange. Es mag schon sein, dass es in einzelnen Bereichen Engpässe gibt, aber diese Engpässe, die werden wir versuchen, auch natürlich durch politische Maßnahmen, durch Vertragsarztänderungsgesetz zum Beispiel, dass man Zweigpraxen machen kann und dergleichen mehr, haben wir schon entsprechende Wegweisungen gestellt. Damit es überall so schön wird wie in Bayern. So ist es. Dr. Heinrich, Sie befürchten ja eher, dass es noch schlimmer wird und dass wir solche Bilder häufiger sehen und dass Bayern ist überall gar nicht so leicht herzustellen ist. Warum? Richtig, also wir haben einen eklatanten Mangel, werden wir bekommen, der wird immer schärfer werden, insbesondere in den neuen Bundesländern auf dem Land, gehen in den nächsten Jahren Hunderte, Tausende von Ärzten in Rente. Zu ganz normalem Zeitpunkt. 400.000 in den nächsten 7 Jahren. Es gehen ganz viele in Rente und wir werden keinen Nachwuchs für diese Ärzte haben. Wir werden allein in Mecklenburg-Vorpommern werden 400 Hausärzte fehlen in den nächsten 10 Jahren. Wir haben den Nachwuchs nicht. Das hat viele Gründe. Aber ich sehe noch nicht, dass die Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, das auf lange Sicht bessern werden. Meurer, zu wem halten Sie jetzt? Zu dem Skeptiker aus der Praxis oder zum Politiker, der sagt, Bayern hat das vorgemacht und wir brauchen eigentlich so ein Modell überall? Ich finde, wir brauchen Lösungen, dass wir demografische Probleme haben. Gut, Lösungen bräuchte man ja nur, wenn man Probleme hätte, das bestreitet er aber. Natürlich haben wir ein Problem. Wir wissen, dass die demografische Entwicklung uns vor Herausforderungen stellt, die wir bisher nicht gekannt haben. Das ist übrigens nicht nur im Gesundheitsbereich so. Die gesamte deutsche Wirtschaft ist sich darüber im Klaren, dass hier die Fachkräfte ausgehen. Warum sollte das im Bereich Gesundheit anders sein? Also müssen wir uns darüber Gedanken machen. Haben Sie das Gefühl, das wird offen genug diskutiert? Wir sind zumindest am Anfang einer Diskussion. Das gilt insbesondere für den Bereich Pflege. Pflege ist endlich einmal in den Fokus der gesellschaftlichen Diskussion gerückt und da ist es auch richtig aufgehoben. Was erwarten Sie als Arzt von der Politik an dieser Stelle? Denn wenn Ihre Prognosen zutreffen, kann man ja sagen, möchte man in dem Land eigentlich nicht leben, wo man hunderte von Kilometern oder zumindest 100 Kilometer bis zum nächsten Arzt fahren muss. Wir brauchen Lösungen, die die Handbremse im Gesundheitswesen lösen. Wir haben zum Beispiel im ambulanten medizinischen Bereich immer noch eine Budgetierung. Das heißt, wir haben eine Begrenzung unserer Leistungen.
Das ist ein großes Hindernis, mehr Menschen einzustellen. Wir haben auch ein großes Problem bei medizinischen Fachangestellten in unseren Praxen. Da haben wir auch nicht genügend. Wir können sie aber nicht einstellen, wenn uns das Geld dafür fehlt. Wir treten ja mit den Gehältern, die unter diesen Bedingungen nur zahlbar sind, in die Konkurrenz, wie Herr Meurer völlig richtig sagte, mit anderen Branchen. Und da haben wir einen Nachteil. Aber wir haben einen finanziellen Nachteil und die jungen Nachwuchskräfte, gerade im pflegerischen Bereich, im Bereich der medizinischen Fachangestellten, die gehen dann lieber in eine andere Branche, wo sie besser verdienen können und nicht ins Gesundheitswesen. Aber und da müssen wir was ändern. Aber Herr Dr. Heinrich, wir alle Studienplätze des Arztberufes sind ständig belegt bzw. überlaufen. Ich habe jetzt eine Klage einer angehenden Studentin, einer Abiturientin, dass sie mit 1,1 Notendurchschnitt nicht zum Arztberuf, zum Studienplatz zugelassen wird. Also das zeigt ja deutlich, der Arztberuf ist noch attraktiv für die jungen Leute. Bloß seine These lautet ja, die werden dann nicht Arzt, sondern die gehen dann in Unternehmen. Also, und einmal werden sie nicht Arzt und zweitens ist es so, dass wir auch mehr Ärzte brauchen. Wenn Sie allein an die Europäische Arbeitszeitverordnung denken, wir brauchen im Krankenhaus heute mehr Ärzte als früher. Das heißt, wir haben einen höheren Bedarf, aber den befriedigen wir nicht durch mehr Studienplätze. Wir haben die Studienplätze ja nicht erhöht. Das heißt, wir brauchen einfach schlicht und ergreifend mehr Köpfe. Herr Dr. Heinrich, es ist auch die andere Tatsache festzustellen, nach Angaben des Hausärzteverbandes nehmen ca. 15% der zugelassenen Hausärzte nur sehr eingeschränkt an der Versorgung teil. Da gibt es zum Teil Ärzte, die im Jahr nur ein einziges Rezept ausgeschrieben haben. Das ist Ihr Kritikpunkt. Die müssen vielleicht länger oder intensiver arbeiten. Ja, natürlich. Ist auch verrückt. Also, ein Rezept im Jahr? Also ich meine, was machen völlig mit da einher. Ich weiß nicht, wer das ist, aber das ist auch nicht die Lösung des Problems. Und wenn es nur einer wäre, wäre es unredlich, den zu nennen. Aber es heißt, 15% der Hausärzte nehmen nur eingeschränkt an der Versorgung teil. Das ist aber nicht, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass in meinem Stadtteil in Hamburg, in Billstedt-Horn, wenn heute ein Arzt dort aufhört, keiner die Praxis kaufen möchte. Obwohl es genügend Leute, also Ärztinnen und Ärzte in Hamburg gäbe, die gerne sich in Hamburg niederlassen wollen. Aber sie wollen diese Praxis nicht. Bei mir gibt es nämlich keine Privatpatienten. Da müssen sie von Kassenhonoraren leben. Und das wollen die jungen Leute nicht mehr, weil sie da keine wirtschaftliche Zukunft sehen. Das ist das Kernproblem. Wenn Sie selbst in einer Stadt wie Hamburg in prekären Stadtteilen eine Praxis nicht mehr veräußern können, dann haben wir ein Problem auf der Einnahmenseite der Ärzte in diesen Stadtteilen, die von Versicherten der gesetzlichen Krankenkasse leben. Jetzt müssen wir nochmal sagen, ob ein Arzt eine Praxis kaufen muss. Ja, das ist das System, das wir in Deutschland haben. Wir wollen ja hoffentlich nicht jetzt alle beim Staat anstellen. Nein, das meine ich nicht. Das wäre übrigens eine interessante These aus Bayern. Ich kann mich selbstständig machen. Ich werde zugelassen, ich mache mich selbstständig aus. Ja, aber es geht doch nicht darum, dass man die Praxis kauft. Es geht darum, dass man von der Praxis anschließend leben kann. Das ist richtig. Also wenn die Ärzte dann sagen, die Praxis in Jenfeld kaufe ich nicht, weil ich davon nicht leben kann, dann ist was im System falsch. Dann liegt es nicht daran, dass wir nicht genügend Ärzte insgesamt haben, sondern es liegt daran, dass man heute von einer Praxis, die rein von Versicherten der gesetzlichen Krankenkasse leben müssen, eine Praxis nicht mehr wirtschaftlich führen kann. Das halte ich für ein Riesenproblem. Jetzt müssen wir noch mal aufs Land schauen. Es gibt einen Aufschrei, gerade jetzt wieder aktuell in den Nachrichten von Kinderärzten mit der unglaublichen Zahl, dass man in manchen Gegenden in Deutschland schon eine Stunde fahren muss, um mit seinem Kind beim Kinderarzt zu sein. Können wir uns in Deutschland leisten, solche Unterversorgungen zu dulden? Also ich persönlich bin der Meinung, ein Kinderarzt sollte schneller erreichbar sein als innerhalb von einer Stunde. Ich habe das Gespräch jetzt auch interessant verfolgt. Ich bin ja hier nur mittelbar beteiligt. Es ist meines Erachtens unstrittig, dass es Regionen gibt, in denen es an Ärzten fehlt. Und da muss man sich darüber Gedanken machen, warum wollen die Ärzte nicht dahin? Ist es ein Mengenproblem oder ist es ein Problem der Attraktivität? Nur zu überlegen, warum der ein oder andere das nicht tut, das hilft uns in der Tat nicht weiter. Das war das, was ich mit Lösungen sagen wollte. Verstehe. Wir brauchen Ansätze. Wir wissen, dass die Bevölkerung sich verändert. Wir brauchen mehr Mediziner, wir brauchen mehr Pflegefachkräfte. Dann bleiben wir mal bei den Pflegefachkräften. Da hat man ja auch den Eindruck, dass viel an Nachwuchs fehlt. Ja. Sind wir vielleicht noch, was Ausbildungen angeht, da ein bisschen zu verwöhnt? Und muss man nicht im Grunde nehmen, wen man kriegen kann? Also zunächst werden die Zahlen, die Jahrgangsstärken ja immer geringer. Das wissen wir. Es gibt ja immer weniger junge Menschen, die jetzt in einem Alter sind, wo sie sich nochmal für einen Beruf entscheiden müssen. Wir wissen aus der Erfahrung, dass sich immer etwa 3,5 bis maximal 4% für den Pflegeberuf entschieden haben. Das wird sich auch in Zukunft nicht drastisch ändern, weil wir im Wettbewerb stehen. Mit BMW, mit Siemens, mit allen möglichen Branchen, die auch händeringend, das Handwerk sucht händeringend, nach Auszubildenden suchen. Das heißt, alleine über verstärkte Ausbildung, und wir bilden mittlerweile
sehr intensiv aus. Es geht an die 60.000 pro Jahr. Werden wir trotzdem den enormen Bedarf, der sich ergibt, wir wissen, dass wir in den nächsten 10, 15 Jahren 200.000 neue Fachkräfte Stellen neu besetzen müssen, weil die schlichtweg in Rente gehen. Das sind so die Babyboomer. Jetzt könnte man aber ja sagen, dann nehmen wir einfach qualifizierte Leute aus dem Ausland. Und da habe ich jetzt aber mit Interesse verfolgt, dass sogar junge Menschen, die in diesem Beruf gegangen sind, aus Spanien, die dort keinen Job gefunden haben, also an Deutschland auch vorbeigehen, weil sie sagen, da sind die Arbeitsbedingungen so schlecht. Also ich meine, irgendwo haben wir dann doch schon ein ziemlich gravierendes Problem, oder? Wir haben ein Problem, ja. Und was tun das dann dagegen? Also mit dem Ausland kann man es bitte auch nicht lösen. Also wir können doch, es ist ja im ärztlichen Bereich schon so, dass wenn Sie in die neuen Bundesländer gehen, an die Grenzbereiche zu Polen und Tschechien, dass in den Krankenhäusern die Kollegen dort und Kolleginnen mehr Polnisch und Tschechisch sprechen als Deutsch. Das kann aber doch bitte nicht die Lösung sein, dass wir den Tschechen und den Polen ihre Ärzte wegnehmen. Aber gut, jetzt eine Zahl, die einen wirklich, eine Zahl, 2030 sind 1 Million Stellen im Gesundheitssektor unbesetzt, nach Prognosen, die ziemlich valide sind. Da muss Ihnen als Gesundheitspolitiker doch der Angstschweiß auf die Stirn kommen, oder? Es ist so, dass jedes Jahr neue ausgebildet werden. Und ich bin auch überzeugt, dass man gerade bei der Ausbildung hier noch wesentliche intensivere Schritte unternehmen muss. Ja. Nicht nur alleine, dass man bei den Pflegekräften ganz junge Leute ausbildet, sondern ich bin auch überzeugt, dass wir sehr viele Frauen hauptsächlich, die sich längere Zeit der Familienphase gewidmet haben, früher Krankenschwester gelernt haben oder artverwandte Berufe oder auch ganz fremde Berufe mit Umschulungsmaßnahmen und Sonstiges garantiert in das Berufsleben also auch hier einen Einstieg schaffen. Einen Einstieg schaffen, Zahl, ne? Sowieso also auch gegenüber den älteren Bürgern, es ist ja über 80 Jahre sozusagen das Eintrittsalter in ein Altenheim, die, wenn ein 40-Jähriger kommt, möglicherweise mit einem 80-Jährigen wesentlich besser zu Rande ist, wie ein 17- oder ein 18-Jähriger oder ein 19-Jähriger Auszubildender. Also von daher sehe ich durchaus viele Möglichkeiten, dem Pflegenotstand entgegenzuwirken. Also, und wir können es nicht allein mit ausländischen Kräften. Ich will noch auf den Punkt. Das eine tun und das andere nicht lassen dabei. Das ist die Devise. Dann kostet es zweimal Geld, ne? Wir müssen alles unternehmen. Wir müssen bei den ganz Jungen, wir müssen bei den Wiedereinsteigern, will ich ausdrücklich unterstützen. Da sehe ich das größte Potenzial. Wir müssen aber auch Zuwanderung ermöglichen. Denn bis alle diese Aktionen einer dreijährigen Ausbildung, einer Wiedereingliederung, bis die überhaupt einmal tragen. Sie gehen 3, 4, 5 Jahre ins Land und die Zeit haben wir nicht mehr. Da hätten wir vor 10 Jahren schon starten müssen. Umschulungsmaßnahmen über 3 Jahre sein müssen, da muss man auch Ich bin ganz bei Ihnen. Alles, was Sie gesagt haben, muss gemacht werden. Mit dem Ausland bin ich etwas vorsichtiger. Aber es wird doch nicht reichen. Wir konkurrieren doch. Wir konkurrieren um die jungen Leute der Zukunft. Es wird nicht mit reichen. Allen Branchen. Genau. Und dann muss die Branche auch solche Gehälter bezahlen können, dass wir konkurrenzfähig sind. Das ist zurzeit nicht der Fall. Also es muss noch mehr Geld ins System. Es tut mir leid. Arzthelferinnen, medizinische Fachangestellte, Krankenschwestern und Pflegekräfte, Altenheimpflegekräfte, also Altenpflegerinnen, Entschuldigung, müssen besser verdienen. Gut, jetzt nehmen wir mal den Gedanken auf und werden jetzt mal von der Patientensicht ein bisschen wirtschaftlich. Wenn wir sagen, wir haben einen großen Investitionsbedarf in diesem Bereich, dann muss man auf der anderen Seite feststellen, die Gesundheitswirtschaft ist ein echter Jobmotor, das kann man definitiv auch sagen. Wenn wir uns aber so viel mit unseren handfesten inländischen Problemen befassen, schneiden wir uns dann vielleicht vom internationalen Markt als Wirtschaftsmacht ab in dem Gebiet? Haben Sie da keine Sorge? Nein, den Eindruck habe ich nicht. Also wenn man die Gesamtgesundheitswirtschaft betrachtet, ist ja nicht nur auf die medizinische und pflegerische Versorgung beschränkt, sondern es geht ja dabei auch um Herstellung, Arzneimittel, Gerätschaften und dergleichen mehr, wo wir mitführen sind. Ich höre oft Ärzte nicht klagen, das tun sie zwar manchmal auch, wissen sie wahrscheinlich, aber ihre Befürchtungen äußern, dass sie mit dem Stand der Medizintechnik nicht mithalten können, dass sozusagen zu wenig moderne Geräte wegen Finanzschwäche angeschafft werden können. Ist dieses Problem eins, was einfach die Jammerei des deutschen Arztes ist, oder stimmt das? Also die Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind da eindeutig. In den letzten 3 Jahren ist die Gesamtinvestitionssumme im Gesundheitswesen nicht gestiegen, sondern abgesunken. Wir haben im niedergelassenen Bereich einen Investitionsstau, der ist schon ziemlich gigantisch. Das sehen wir in allen Untersuchungen, die wir machen. Und das liegt auch an der Einnahmeschwäche, dass eben der Kollege, die Kollegin sich zurückhalten mit der Anschaffung neuer Geräte. Das ist ganz eindeutig so. Aber bei der Apparatemedizin haben wir die dichteste Versorgung aller europäischen Länder oder vielleicht sogar auf der Welt. Und in vielen anderen Bereichen auch. Es wird immer geklagt,
sicherlich aus einer anderen Sichtweise her von den Krankenkassen. Zum Beispiel, wir hätten zu viele Krankenhausbetten und zu viele Krankenhäuser und dergleichen. Also wir haben eigentlich mehr vielleicht doch eine Überversorgung als wie eine Unterversorgung. Herr Schaumeier, das gebe ich Ihnen gerne zu. Ich glaube, dass der Grundsatz ambulant vor stationär in Deutschland noch nicht so befolgt wird, wie es sich eigentlich gehört. Also wir könnten noch viele Dinge ambulant machen, die wir nicht mehr stationär machen müssten, wenn wir im Ausland vergleichen. Aber das ist politisch ja immer schwierig. Kein Landrat, kein Bürgermeister möchte ein Krankenhaus hergeben. Also machen wir es doch jetzt mal, konkret. Also ich habe vorhin ja eine Summe genannt, die ausgegeben wird in Deutschland für Gesundheit. Die ist ja so, dass man sie sich kaum vorstellen kann. Das ist ein Bundeshaushalt. Das macht schöner, meinen Sie, weil der so schön unübersichtlich und groß ist. Mein Punkt ist, versuchen mal konkret zu werden. Wenn man das alles zusammenfasst, was Sie sagen, das eine tun, ohne das andere zu lassen, bessere Arbeitsbedingungen schaffen im Sinne von Bezahlung, dann brauchen wir mehr Geld. Ne? Oder wir müssen irgendwo in dem System sparen, richtig? Eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Wofür sind Sie? Also ich glaube nicht, dass wir mehr Geld brauchen, sondern letztendlich die Verteilungsprobleme, die wir haben, die müssen wir lösen. Also insgesamt, glaube ich, können wir mit dem Geld auskommen. In einzelnen Nuancen vielleicht verändert. Das ist für okay, jetzt sind wir im interessanten Punkt. Das heißt, ich übersetze es jetzt mal ein bisschen in entpolitisierte Sprache. Weil wir zurzeit viele Milliarden verballern in dem System, müssen die Leute in Gera Schlange stehen. Das wäre doch die Logik, ne? Ich sage nicht, dass wir die verballern, sondern letztendlich haben wir zum Teil in einzelnen Bereichen eine Überversorgung. Sie sagen, Ströme anders steuern. Ja, in Berlin ist es ja so, dass wir zum Beispiel im Westteil der Stadt haben wir wesentlich eine größere Arztdichte als wie im Ostteil der Stadt. Also nur alleine in einer Stadt. Dasselbe gilt natürlich auch in ländlichen Räumen. Und dass es immer schwieriger wird, gerade in dünn besiedelten Gebieten, die unter Umständen noch auch für die Zukunft hineingesehen noch Einwohnerschwund erleben werden. Zum Beispiel bei mir im Bayerischen Wald, Frei- und Grafenauer Regen, wo man prognostiziert, dass die Bevölkerung 20% abnimmt, dass sich da ein freiberuflich tätiger Arzt, der sich vielleicht mit einer Niederlassung befasst, sagt, gehe ich da noch hin, wenn ich 30 Jahre, 35 Jahre praktizieren muss, habe ich überhaupt noch den Kundenstamm da? Also Anreize das heißt, schaffen. Da müssen wir Anreize schaffen, haben wir ja bereits getan, auch zumindest in Bayern oder anderen Bundesländern auch, Anreize zu schaffen für dünn besiedelte oder zukünftig dünn besiedelte Gebiete entsprechende Möglichkeiten zu schaffen. Eine Frage noch an den Arzt, die mich drängt. Wie kommt ein Arzt denn dann zu seinem optimalstmöglichen medizinischen Gerät künftig? Wenn er es nicht bezahlen kann. Das wird nicht passieren. Wir würden dann einen Rückschritt machen in der Entwicklung. Und dann kommt das, was Sie gesagt haben, wir würden dann vom internationalen Vergleich abgehängt werden. Ich hoffe, das passiert nicht, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, zum Beispiel der Grundsatz ambulant vor stationär ist einer, dem wir folgen sollten. Es lässt sich durchaus etwas noch umschiften, wir sagen, wir müssen noch mehr Geld haben. Auch wichtig ist es, wenn wir uns beziehen in Studien auf das Jahr 2030, dann denkt man immer, das ist noch ewig weit hin. Man muss sich aber klar machen, die uns dann helfen müssen in den Berufen, sind jetzt schon in der Schule. Ne? Ja, also das heißt, da ist nicht mehr allzu viel Zeit. Wird Ihnen da nicht Angst und Bange? Mir wird schon einige Jahre Angst und Bange angesichts der Zahlen, die so auf uns zukommen. Insofern bin ich der Meinung, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen im Bereich Pflege. Wie viel? Ganz klar, mindestens 0,5% Beitragssteigerung in der Pflegeversicherung. Was kommt da unten raus? Das wären rund 5 Milliarden, die dann mehr rauskämen. Wir brauchen in den stationären, in den Pflegeheimen mehr Personalausstattung. Das ist eine Länderfrage. Wir brauchen bessere Personalschlüssel. Und die ambulanten Dienste müssen so bezahlt werden, dass sie wirtschaftlich arbeiten können und auch flächendeckend in den Regionen dann Versorgung sicherstellen. Das klingt überzeugend. Wenn ich schon jemanden von der CSU da habe, mitten in der Zeit der Koalitionsverhandlungen, dann muss ich jetzt mit ihm über Horst Seehofer, den CSU-Chef, sprechen, und zwar in der Rubrik Die Zwei. Zwei Minuten mit Max Straubinger von der CSU über seinen Chef Horst Seehofer. Ich bitte um einfache Antworten, stimmt oder stimmt nicht. Horst Seehofer ist mir mein bislang liebster Chef. Stimmt. Das heißt, Stoiber und Huber mochten es nicht so gern? Genauso gerne. Nicht schlecht dabei. Horst Seehofer ist Angela Merkel eine große Stütze. Stimmt auch. Da lache ich selber, da sage ich nichts dazu. Horst Seehofer war der beste Gesundheitsminister, den Deutschland je hatte? Zumindest erfolgreich. Also stimmt auch. Okay. Horst Seehofer ist ein treuer Mensch. Ja, in der Politik. Jetzt hätte ich fast gesagt, und im Privatleben, aber das haben Sie ja schon beantwortet.
Horst Seehofer ist in jeder Hinsicht ein Vorbild. Ja, sicherlich. Politischer Kämpfer und vor allen Dingen auch ein großer Kommunikator. Horst Seehofer würde auch in anderen Bundesländern Wahlen gewinnen. Bin ich überzeugt, stimmt. In welchen am ehesten? In jedem. Sie glauben, dass er in Hamburg eine Wahl gewinnt? Jawohl. Bis zur nächsten Wahl hat sich Horst Seehofers Automaut durchgesetzt. Ja. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Gerade haben Sie gesagt, das ist eine Stütze für Angela Merkel. Da ist ja ein kleiner Widerspruch. Nein, sehe ich nicht. Er überzeugt Sie von den guten Dingen. So ist es. Von Bayern kommen immer gute Dinge. Dann bitte ich noch ganz schnell um Vervollständigung von drei Sätzen. Drei Maß Bier sind für Horst Seehofer. Ich glaube es nicht, dass er die trinken würde. Ich habe jetzt gleich gesagt, ein Frühstück. Nein. Wenn Horst Seehofer an Frauen denkt, denkt er zuerst an? An die Kabinettsbildung. Das ist im Fernsehen, wenn man lange Pause lässt. An die Kabinettsbildung, ich habe es gesagt. Weil eine Frau Gesundheitsministerin sein soll? Auch, hat er ja gemacht. Haben Sie einen im Kopf? Die Melanie Hummel hat er zur Gesundheitsministerin gemacht. Der neue Gesundheitsminister, der es dann wird, sollte von Horst Seehofer vor allem lernen, dass? Gut kommunizieren in die Gesundheitswirtschaft hinein. Vielen Dank. Wir sind jetzt zurück in unserer Runde, sozusagen in unserer Schlussrunde, und wollen noch ein bisschen über die positiven Dinge reden, nämlich über den Exportschlager Gesundheit, dass uns diese Industrie, diese Wirtschaft auch Wohlstand sichert. Mit einem Schlenker, den ich ganz spannend finde. In Japan sitzen jetzt viele Universitätskliniken, aber auch schon Ärzte auf Robotik, also Roboter, die Behandlungen machen. Können Sie sich das auch für Deutschland vorstellen? Das haben wir in Deutschland auch. Also, aber nicht in dem Maße? Nein, die Entwicklung geht aber in diese Richtung. Für bestimmte operative Tätigkeiten ist es durchaus angebracht, dass der Operateur nicht mehr direkt dort sitzt, sondern an einem Fernsteuerungsgerät sozusagen ganz feine Bewegungen ausführen kann, die letztlich nur ein Roboter eben in Zehntelmillimeter Größe durchführen kann. Das ist sicherlich ein Bereich der Zukunft, aber nur ein Teil. Würden Sie sich vom Roboter operieren lassen? Wenn es medizinisch... Wenn ihn Horst Seehofer steuert, ja. Wenn es medizinisch... wenn Horst Seehofer den... Dann, einen klar. Medizinischen Erfolg bedeutet, auf alle Fälle. Bei Ihnen haben Sie da nicht so ein bisschen... Also wird es dann nicht wirklich eine entmenschlichte Art der Medizin? Es löst schon eine gewisse Betroffenheit aus. Wobei ich glaube, dass in Teilbereichen auch in die Pflege der Roboter einziehen wird. Ich sehe das nicht so, dass das eine Entmenschlichung ist, sondern es ist, ist nur eine Hilfestellung. Und sonst es erhöht häufig die Sicherheit. Ja. Also ich mache selber Siebbeinoperationen, also oben an der Schädelbasis. Da haben wir computergestützte Methoden, um uns zu zeigen, wo ist, also mit Hilfe eines CTs, uns zu zeigen, wo ist das Instrument jetzt beim Patienten. Das erhöht die Sicherheit, reduziert den menschlichen Fehler, der in der Medizin immer möglich ist. Und das ist zum Vorteil der Patienten. Einmal noch in die Runde gefragt, sozusagen der Schlussgedanke, nachdem wir viele Probleme und Schwierigkeiten diskutiert haben. Gibt es, Heinrich, etwas in unserem Gesundheitssystem, was Sie stolz macht? Ja, also ich bin sehr stolz auf unsere Selbstverwaltung, also auf unser selbstverwaltetes Gesundheitswesen, das wir von der Ärzteseite mit der Kassenärztlichen Vereinigung, von den Krankenkassen her steuern. Also das funktioniert des Patientendienstes. Das ist ja der Exportschlager, den Sie haben. Viele Nationen beneiden uns um diese Konstruktion. Bei Ihnen stolz auf in unserem System? Ja, Gesundheit und Pflege wird in Deutschland auf hohem Niveau erbracht. Und mein Wunsch und mein Ziel ist es, dass wir das zumindest halten. Beim Politiker ist die Frage nach, worauf sind Sie stolz, immer ein bisschen schwierig. Aber nein, das ist überhaupt nicht schwierig, sondern wir sind stolz darauf, dass wir ohne Ansehen der Person, männlich oder weiblich, und ob seiner Einkommenssituation oder alt oder jung, dass die bestmöglichste Versorgung zustande gebracht wird. So soll es auf jeden Fall bleiben, wenn es auch in anderen Volkswirtschaften, die es in keinster Weise so erbracht wird, wie es bei uns letztendlich für jeden Mann und jeder Frau geschafft wird. In der Spitzengruppe, das glaube ich, kann jeder auch nachempfinden. Die Probleme sind trotzdem da, wir behalten die im Auge, diskutieren die auch weiter hier an dieser Stelle bei Deutschland akut auf N24, und wir sehen uns wieder nächste Woche mittwochs. Ich freue mich drauf.